Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. So erreichen sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen. Aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Kinder und Festgemeinde, heute feiern wir ein wunderbares und freudiges Ereignis, die Erstkommunion unserer lieben Kinder. Es ist ein besonderer Moment, in dem sie zum ersten Mal den Leib und das Blut Jesu Christi empfangen und sich ganz bewusst mit ihm verbinden. Im Lukas-Evangelium, das Emmaus-Erzählung, zeigt, auf welche Weise man dem Auferstandenen im Heute begegnen kann. Wie? Im Hören auf sein Wort, in der Feier der Eucharistie und in der Gemeinschaft dürfen wir spüren, dass Jesus mit uns in den Höhen und Tiefen unseres Lebens unterwegs ist. Und er geht mit, egal wohin unser Weg in diesen turbulenten Zeiten auch führen mag. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Festgemeinde, in der malerischen Stadt Passau, wie viele waren in Passau? Da gibt es viele Touristen, die gehen zu Passau, zu diesem Dreiflusseck. Wer waren in Dreiflusseck in Passau? Zu besichtigen.
es ist schön, ne? Wo sich Donau, Inn und Ilz treffen, ne? Drei Flüsse. Drei Flüsse aus drei Himmelsrichtungen treffen sich am Dreiflusseck. Donau, Inn und Ilz bieten hier ein faszinierendes Naturschauspiel. So Füßen der Burganlage Niederhaus fließt zunächst flussabwärts betrachtet die Ilz von links in die Donau und kurz danach von rechts der Inn der Donau zu. Und das Wasser des Inns, der in der Schweizer Alpen entspringt, ist grün. Und die Donau, die in Donaueschingen durch den Zusammenfluss von Breg und Brigach entsteht, hat eine blaubraune Farbe. Und das Wasser der aus einem Moorgebiet kommenden Ilz ist schwarz. Haben Sie das notiert? Drei Farben. Ne? Ein längeres Stück nach dem Zusammenfluss weist der Fluss, der ab hier weiterhin Donau heißt, alle drei Wasserfarben auf. Auffallend ist dabei, wie stark das grüne Wasser des Inns das Wasser der Donau beiseite trägt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Flüsse, jeder mit seiner eigenen Quelle und seinem Charakter, treffen am Zusammenfluss aufeinander. Ihre Wasser vermischen sich und schaffen etwas Größeres als sie selbst. Stellen wir uns einen Reisenden namens Elias vor, der beim Anblick der trüben Gewässer der Ilz schwer mit Sedimenten und den Mühen ihrer Reise einen Stich des Bedauers fühlte. Die Ilz mit ihren dunklen Wassern schien die Last der Welt zu tragen. Ähnlich wie die Lasten, die Elias in seinem eigenen Herzen trug. Aber als Elias zusah, traf die Ilz auf die Donau und den Inn und es geschah etwas Wunderbares. Die Eis undurchsichtigen Gewässer begannen sich zu klären, als ob die anderen Flüsse die Ilz umarmten und von ihren Problemen reinigten. Es war, als hätte die Ilz Gefährten auf ihrer Reise gefunden. Eine Wegbegleiter, jemand geht mit, die ihre Kämpfe verstanden und Trost und Reinigung boten. Bewegt von diesem Naturschauspiel erkannte Elias, dass das Leben auch wie die Flüsse sein kann. Wir beginnen vielleicht unsere Reise getrübt von Schwierigkeiten und Sorgen. Aber auf dem Weg finden wir andere Freunde, Familie, Gemeinschaft, Verwandte, die sich uns anschließen, unsere Lasten teilen und uns helfen, Klarheit und Zweck zu finden. Zusammen werden wir Teil eines größeren Flusses. Unsere vereinten Stärken schaffen eine Kraft, die mächtiger und entschlossener ist. Du gehst mit. Liebe Kinder, nach der Erstkommunion bist du nicht allein. Jesus geht mit dir. Du bist nicht schlecht oder unwürdig oder unerwünscht. Du bekommst die Qualitäten von Jesus in deinem Leben. Du bist in Jesus eingetaucht und Jesus ist in dir. Er geht mit dir. Bis heute könntest du dunkel sein wie die Ilz oder grün wie der Inn oder blau-braun wie die Donau. Aber nach der Erstkommunion bist du anders und bekommst du die Farbe Jesu. In Passau lehren uns die Flüsse, dass egal wie turbulent unsere Anfänge sind, es Hoffnung auf Erneuerung und Klarheit gibt. So wie die Gewässer der Ilz innerhalb der größeren Flüsse Frieden finden,
so können auch wir Reinigung und Klarheit finden, wenn wir uns mit Jesus vereinen. Unsere gemeinsamen Erfahrungen führen uns zu einem klaren Weg nach vorne. Liebe Kinder, auch ich möchte euch heute ein Stichwort mit auf den Weg geben. Es ist ein uraltes Wort, fast 3000 Jahre alt und stammt aus dem Psalm 23. In diesem Vertrauensgebet wird Gott im Bild des Hirten als ein guter Wegbegleiter beschrieben, der in guten und bösen Tagen auf saftigen Wiesen und wenn es durch ein gefährliches, dunkles Tal geht, dabei ist. Dieses Stichwort ist ein kurzer Satz mit nur vier Worten. Du bist bei mir. Liebe Kinder, diese vier Worte, du bist bei mir, möchte ich euch heute mit auf euren Lebensweg geben, damit du spüren hinterlässt. Wer hat gesagt? Jesus, du bist bei mir. Wir Menschen brauchen Hoffnung, Freude, Zuversicht. Ein Wort, das über alles hinweg hilft. Einen Menschen, der mit uns geht. Eine Gemeinschaft, in der wir beheimatet sind. Einen Gott, der uns die Treue hält. Selbst wenn alle uns verlassen. Jesus Christus ist mit uns. Liebe Eltern, Ihre Begleitung ist dabei sehr wichtig. Ihr Kind kann seinen Weg vertrauensvoll gehen. Wenn es merkt, auch Mama und Papa, ist der Glaube an Gott in der Gemeinschaft der Kirche ein Herzensanliegen. Machen Sie sich mit Ihrem Kind auf den Weg, Gott, den Glauben und die Kirche zu entdecken oder wieder zu entdecken. Liebe Schwestern, liebe Brüder, heute möchte ich Ihnen, die Eltern, Oma, Opa und alle, mit Ihnen ein Gleichnis teilen, das von der Essenz unserer Handlungen und davon spricht, worauf wir in unserem Leben unseren Fokus legen. Das ist eine Geschichte, aber überlegen Sie später. Es war einmal in einem geschäftigen Bürogebäude. Da gab es einen Mann, der oft den Kopierraum aussuchte. Dieser Mann nennen wir ihn Sunny. Das ist mein Name, ne? Sunny. Hatte eine eigenartige Angewohnheit. Jedes Mal, wenn jemand bringt eine originale Dokument, macht er Kopie. Ne? Kopiermaschine, Kopie. Wenn er eine Kopie eines Dokumentes benötige, statt einfach die Kopie anzufertigen und mit seinem Tag weiterzumachen, würde er die Kopie akribisch auf Fehler oder Abweisungen prüfen. Die Kopie nimmt er und dann prüft er es. Sie sehen, während er die Kopien akribisch untersuchte, schenkte er dem Originaldokument wenig bis gar keine Aufmerksamkeit. Er suchte die Kopie. Trotz seiner besten Bemühungen fand Sunny heraus, dass die Kopien, egal wie viele Fehler er korrigierte, nie makellos schienen. Es war, als ob das bloße Kopieren jedes Mal neue Unvollkommenheiten einführte. Frustriert und verwirrt hielt Sunny schließlich inne, um über sein Handeln nachzudenken. Ich habe jedes Mal korrigiert die Kopie, aber viel wieder Fehler. Und in diesem Moment der Klarheit erkannte er seinen Fehler. Er hatte sich so sehr auf die Kopien fixiert, war so sehr von der Suche nach Perfektion in den replizierten Dokumenten eingenommen, dass er die Quelle, das Originaldokument selbst, vollständig übersehen hat. Den Eltern, Paten, Familienangehörigen möchte ich meinen tiefen Dank aussprechen, aber überlegen diese Geschichte. Sie, ihr habt diese Kinder auf ihrem Glaubensweg begleitet, sie ermutigt und unterstützt. Eure Liebe und euer Engagement haben dazu beigetragen,
dass sie heute hier stehen und die Gemeinschaft mit Christus suchen. Liebe Kinder, denkt daran, dass die Erstkommunion nicht das Ende, sondern der Anfang eures Glaubensweges ist. Dass die Liebe Jesu in euren Herzen wachsen und lass sie euch zu guten und mitfühlenden Menschen machen. Möge dieser Tag für euch alle ein Segen sein. Möge die Liebe Gottes euch stets begleiten. Und möget ihr in der Gemeinschaft der Kirche wachsen und gedeihen. Jesus, du geht mit. Amen.